Ja, lieber Hermann, ich freue mich sehr darauf, heute mal wieder die Ehre zu haben, mit dir sprechen zu dürfen. Du hast ja gerade in rasanter Geschwindigkeit, muss man sagen, ein Buch zu einem topaktuellen Thema auf den Markt gebracht, nämlich zur Inflation. Konkret heißt dein Buch Die Inflation schlagen, agil, konkret, effektiv. Ja, es beschäftigt sich insbesondere damit, wie man als Unternehmen bestmöglich mit den aus der Inflation resultierenden Herausforderungen umgehen kann. Und insbesondere in dieses Thema und am Rande auch in weitere Herausforderungen, die gerade mittelständische Unternehmen gerade haben, möchte ich jetzt mit dir in den kommenden Minuten tiefer einsteigen. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Niklas, ich freue mich auf unsere Diskussion. Ja, sehr schön. Genau. Lass uns doch gleich mal mit dem großen Thema Inflation anfangen. Aus meiner Sicht durchaus ein sehr komplexes Thema. Wenn man sich mit deinem Buch beschäftigt, dann merkt man auch, es gibt sehr viele Faktoren, die dieses Thema beeinflussen. Vielleicht können wir trotzdem mal mit der, ja, vielleicht sogar etwas trivial anmutenden Frage beginnen. Was ist denn eigentlich die Inflation? Ja, ich stecke mittendrin, signiere gerade Bücher. Wenn man Leute auf der Straße fragt, was ist Inflation, dann sagen sie, die Waren werden teurer. Aber das stimmt genau genommen nicht, sondern das Geld wird weniger wert. Und zwar speziell das sogenannte Fiat-Geld. Fiat kommt aus der Bibel. Der liebe Gott hat die Welt geschaffen, indem er sagte, Fiat lux in Latein, aus dem Nichts geschaffen. Das aus dem Nichts geschaffene Geld, das wir Fiat-Geld nennen, wird weniger wert. Und das kann man sehr schön an einem Beispiel illustrieren. Wenn wir nämlich statt dem Fiat-Geld einmal Gold nehmen, dann hat man für eine Unze Gold vor 2000 Jahren in Rom eine maßgeschneiderte Tunika bekommen. Und heute bekommt man für eine Unze Gold einen maßgeschneiderten Anzug. Das heißt, der Wert der Waren hat sich nicht verändert, sondern das Geld wird weniger wert. Es wird zur verderblichen Ware. Und daraus ergibt sich beispielsweise die folgende Konsequenz. Man muss sehen, dass man das Geld möglichst schnell bekommt, so wie man lieber frisches Obst hat und dann es wieder loswerden, indem man es beispielsweise in Bestände investiert, die nicht verderblich sind, so wie Unternehmen das auch tun. Wir sehen, dass die Unternehmen stärker Bestände aufbauen. Das ist im Kern Inflation. Geld wird zur verderblichen Ware. Ja, das stimmt natürlich. Das nehme ich auch wahr, wenn man an Inflation denkt, ist so die erste Assoziation, die man hat, natürlich die Produkte, die teurer werden. Aber das ist eben ein entscheidender Punkt, den man hier verstehen muss. Es geht nicht um die teurer werdenden Produkte, sondern um das Geld, das faktisch weniger wert. Also, vielleicht legst du das Bargeld, was du hast, an eine Stelle und ein paar Äpfel daneben. Und dann siehst du, wie die Äpfel anfangen zu faulen. Beim Geld sieht man es nicht, aber das ist genauso. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Inflation, hochaktuelles Thema. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommt es denn eigentlich zu dieser aktuellen Situation mit der dramatischen Inflation, muss man ja schon sagen. Was sind denn da so die Hauptgründe aktuell? Es sind zwei Kategorien von Ursachen. Einmal mehr kurzfristig wirkende, wie Corona, Engpässe in der Lieferkette, auch natürlich die Ukraine-Krise und die damit einhergehenden Einschränkungen bei der Energie. Die treiben natürlich die Preise für Energie, für Produkte, die knapp sind. Die wichtigere, längerfristig wirkende Ursache ist allerdings die Aufblähung der Geldmenge. Die Geldmenge ist seit 2010 um den Faktor 3 gestiegen, das Bruttoinlandsprodukt nur um den Faktor 1,3. Das heißt, zu viel Geld jagt zu wenig Ware und das führt dazu, dass die Preise eben steigen. Wenn man jetzt auf die Zukunft blickt, dann werden diese Engpassfaktoren und hoffentlich auch der Ukraine-Krieg in naher Zukunft bald vorbei sein. Das kann ein, zwei Jahre dauern. Zum Beispiel werden bei elektronischen Chips neue Fabriken gebaut. Die kommen dann on stream in 2 Jahren.
Diese Ursache wird also vermutlich verschwinden, aber die Aufblähung der Geldmenge, die lässt sich nicht so schnell aus der Welt schaffen. Und daraus folgt für mich, dass die Inflation uns auf Jahre begleiten wird, genau wie wir das in den 70er Jahren gesehen haben. Mhm. Ja, dementsprechend ist es natürlich auch sehr wichtig, als Unternehmen Maßnahmen zu entwickeln, mit denen man auf die Inflation reagieren kann. Was würdest du denn sagen, was können Unternehmen tun? Wo kann man vielleicht auch als erstes ansetzen, um Inflation zu bekämpfen letzten Endes? Natürlich denkt man als erstes an Preissteigerungen, dass man die gestiegenen Kosten in höheren Preisen weitergeben muss. Das ist auch völlig richtig. Aber eine Einsicht, die mir beim Schreiben des Buches kam, ist, dass alle Funktionen betroffen sind. Es ist nicht nur der Vertrieb, der die höheren Preise durchsetzen muss. Ich darf das mal am Beispiel des Einkaufs erläutern. Normalerweise ist der Hauptauftrag des Einkaufes, die benötigten Produkte zu möglichst günstigen Preisen zu beschaffen. Jetzt haben wir aber eine Situation mit den Engpässen, wo es überhaupt darum geht, Produkte zu bekommen. Ich darf das mal an einem eigenen Erlebnis illustrieren. In der Frühphase von Corona, da war ja Toilettenpapier überall ausverkauft. In allen großen Supermärkten waren die Regale leer. In dem kleinen Geschäft meines Heimatdorfes habe ich noch was gefunden, aber zum dreifachen Preis. Das habe ich natürlich gekauft. Das heißt, es ging nicht mehr um den günstigsten Preis beim Einkauf, sondern überhaupt die benötigte Ware zu beschaffen. Und das heißt, dem Einkauf fällt eine Gesamtverantwortung jetzt zu für die Funktionsfähigkeit des Betriebes. Wenn in der Autoindustrie oder sonst wo ein elektronischer Chip fehlt oder nur ein Außenspiegel, dann kann das Produkt nicht fertiggestellt werden. Also an diesem Beispiel sieht man, nicht nur für die Preissteigerungen, sondern für alle Funktionen. Das Gleiche gilt natürlich für Cash-Management, auch für Personal, was Lohnsteigerungen angeht. Wir müssen ja auch eine Lohnpreisspirale erwarten. Jede Funktion ist betroffen. Und dessen muss sich der Chef des Unternehmens bewusst sein, damit er alle seine Mitarbeiter und Funktionsleiter einstellt, was sie in der Inflation zu tun haben. Mhm. Ja, und jetzt ist es natürlich erstmal grundsätzlich naheliegend zu sagen, ich habe als Unternehmen höhere Kosten. Das heißt, das muss ich natürlich auch an meine Kunden weitergeben. Jetzt durfte ich aber aus deinem Buch lernen, so eindimensional darf man das auf keinen Fall betrachten. Man muss auch hier verschiedene Aspekte berücksichtigen. Willst du da vielleicht mal noch ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, das Wichtigste ist natürlich, wie hat sich die Zahlungsbereitschaft des Kunden verändert? Und wenn die Kunden nicht mehr bereit sind, mehr zu zahlen und dann nicht kaufen, wenn der Preis erhöht wird, dann fällt man natürlich auf den Bauch. Es ist also naiv zu glauben, dass man die empfangene Kostensteigerung einfach 1:1 weitergeben kann. Man muss verstehen, man muss herausfinden, wie die Kunden darauf reagieren. Und die reagieren nach Branchen sehr unterschiedlich. Wir haben bei Simon Kucher Studien gemacht und da sagen zum Beispiel 54% der Verbraucher, dass sie verschärft auf Preise achten an der Supermarktkasse und auf billigere Produkte ausweichen. Wenn es um Urlaub geht, sagen das nur 18%. Also der Urlaub ist unantastbar. Das heißt jetzt, wenn jemand Preise macht für Supermarktartikel oder für Urlaub, der ist in einer völlig verschiedenen Situation. Und wenn ich das nicht verstehe, dann komme ich natürlich nicht zu einem optimalen Resultat. Ich muss verstehen, wie sich die Preis- und Zahlungsbereitschaft der Kunden verändert in der Inflation. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich unumgänglich, zumindest in einer angemessenen, vernünftigen, reflektierten Dimension Kosten ein Stück weit auch an Kunden weiterzugeben. Da stellt sich natürlich dann die Frage, wie kann ich das beim Kunden verargumentieren? Hast du vielleicht da auch mal so einen Impuls, wie man sich da dem Kunden gegenüber positionieren kann? Da kommen wir zum Kern der Sache des Pricing. Beim Preis geht es nämlich nicht vordergründig um den Preis, sondern um den Kundennutzen oder auf Neudeutsch Value to Customer. Wenn der Kunde einen höheren Nutzen wahrnimmt, dann ist er auch bereit, mehr zu zahlen. Umgekehrt, wenn der wahrgenommene Nutzen niedriger ist, muss ich einen entsprechend angepassten Preis haben.
Und insofern ist der Value to Customer, der Kundennutzen, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt in der Inflation. Einmal, dass ich versuche, durch Innovation den Nutzen zu steigern, aber auch eine bessere Nutzenkommunikation, und zwar harte Nutzen, Energieeinsparung, Lebensdauer etc. in den Vordergrund stelle und nicht so Image, reine Image oder psychologische Komponenten. Und dementsprechend muss ich auch meine Vertriebler aufrüsten, dass sie besser werden in der Nutzenkommunikation. Und ein dritter Ansatzpunkt neben Innovation, verbesserter Nutzenkommunikation ist, kann ich zusätzliche Leistungen bringen? Das kann bei einem kleinen Betrieb beim Arzt auch sein, dass ich im Wartezimmer einen Wasserspender aufstelle oder einen Kaffee serviere beim Friseur. Das kostet nicht viel, aber das kann durchaus die Preisbereitschaft steigern, sodass ich höhere Preise auch durchsetzen kann und akzeptiert bekomme. Also kann ich per Innovation was machen? Bessere Nutzenkommunikation, vor allem durch den Vertrieb und Zusatzleistungen, die nicht allzu viel kosten, aber vielleicht den Nutzen und damit die Preisbereitschaft etwas verbessern. Ja, das ist absolut sehr, sehr wertvoll. Und ich nehme vor allem so den Impuls auch mit, wirklich Fokus auf harten, quantifizierbaren Nutzen, das in den Fokus zu stellen und auf der anderen Seite wirklich mal, wie du sagst, innovativ darüber nachzudenken, wie kann ich auch mein Angebot sinnvoll erweitern und vielleicht durch kleine Add-ons in ansprechender Art und Weise für den Kunden präsentieren. Sehr spannend. Oder man kann auch, das ist auch noch ein Ansatzpunkt, die Bewertungskriterien der Kunden beeinflussen. Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, Photovoltaik und Wärmepumpe. Da geht es einerseits um Kosten, die kann ich vielleicht ausrechnen, aber es geht auch um Autarkie, mich unabhängig von Putin zu machen. Da denken vielleicht manche dran, aber nicht alle. Und das ist ein echter Nutzenfaktor, wenn ich sozusagen mich bei der Energie weitgehend autark mache. Und wenn mir das bewusst ist als Verbraucher, da bin ich auch bereit, natürlich mehr dafür zu zahlen. Das ist jetzt nicht in harten Daten quantifizierbar, was ist der Autarkie wert. Aber wenn ich an den nächsten Winter denke, da wäre mir die schon einen Batzen wert. Ja, ich denke, Schmerz ist auf jeden Fall auch ein Motivator mit einer sehr hohen Energie. Von daher, sehr sinnvoll. Hermann, lass mich dir noch eine letzte Frage zum Thema Inflation stellen. Wenn ich als Unternehmen hoffentlich auch weiterhin Gewinne mache, und das letzten Endes ist ja das wichtige Ziel der Unternehmen, was mache ich denn mit diesen Gewinnen? Also wenn ich jetzt mal berücksichtige Inflation, mein Geld wird immer weniger wert, auf dem Konto es dauerhaft zu haben, ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Was würdest du Unternehmen denn da empfehlen? Wie soll man mit den Gewinnen umgehen? Ja, man sollte natürlich das verfügbare Cash oder die Gewinne in inflationssichere Anlagen investieren. Das kann eine Investition sein. Die ist, wenn ich eine Maschine kaufe, die ist heute wahrscheinlich billiger als in 3 Jahren. Und in 3 Jahren produziert die auch noch. Das können Bestände sein. Ich habe eben schon gesagt, wir sehen, dass Unternehmen ihre Bestände aufstocken. Das können aber dann auch Anlagen sein in Immobilien, wenn ich die Gewinne ausschütte und dann im Privatbereich in Immobilien oder Aktien oder Gold. Wo ich skeptischer bin, sind natürlich das Geld auf dem Sparkonto zu halten oder festverzinsliche Dinge. Es gibt also in der Inflation, und das ist auch ganz wichtig, Gewinner und Verlierer. Wenn ich Schulden habe, zahle ich in entwertetem Geld zurück, bin Gewinner der Inflation. Wenn ich Geld zu bekommen habe über einen längeren Zeitraum, bekomme ich entwertetes Geld zurück, bin auf der Verliererseite. Also Schulden machen lohnt sich, hat sich insbesondere gelohnt, wenn man das noch zu dem niedrigeren Zinssatz vor einem Jahr machen konnte. Ich vermute aber, dass es sich auch heute noch lohnt, weil die Zinsen weiter hochgehen müssen, um die Geldmenge zurückzuführen. Also auch wer jetzt noch Kredit aufnehmen kann für eine vernünftige Investition, dem ist das sicherlich zu raten.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Hermann, für die spannenden Informationen zur Inflation. Und ich denke, wenn man da tiefer eintauchen möchte und unglaublich wertvolle Impulse als Unternehmen haben möchte, wie man einfach mit dieser Situation gut umgehen kann, dann lege ich jedem dein wunderbares Buch. Ja, da steht alles drin für Unternehmen, wie sie die Inflation vielleicht schlagen können. Genau, vielleicht trotzdem an der Stelle noch mal eine kleine Frage auch aus persönlichem Interesse. Du hast ja, sofern ich das recherchiert habe, das Buch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit auch an den Markt gebracht. Ich sage mal, wie ist das möglich, ein Buch, ich habe es ja auch gelesen, mit so einer Substanz in so kurzer Zeit an den Markt zu bringen? Wahrscheinlich einfach durch deinen Background, nehme ich mal an. Ja, es gibt zwei Komponenten, warum das so schnell am Markt erschienen ist. Das erste ist, ich habe das Buch in 5 Wochen geschrieben. Und dazu muss man natürlich sagen, dass ich auf meiner ganzen Erfahrung bis hin zur Inflation in den 70er Jahren, damals war ich Doktorand und wir haben uns sehr mit diesem Thema beschäftigt. Also, dass ich auf eine Menge Erfahrung zurückgreifen konnte und das nicht alles neu erfinden musste. Und das zweite ist aber ein Lob für den Verlag. Die Verlage haben ja normale Prozesse, die ziemlich lange dauern. Und dieses Projekt lief unter dem Motto Schnellschuss beim Campus Verlag. Und es ging alles, ich sag mal, ungefähr 3-mal so schnell wie üblich. Und deswegen konnten wir das Buch auch vom Anfang des Schreibens bis zum Erscheinen sind knapp 3 Monate vergangen. Normalerweise dauert das vom Anfang des Schreibens bis zum Erscheinen eher ein Jahr oder mehr. Ja, da kann man sagen, agil, konkret, effektiv hat in dem Fall auch auf den Prozess des Schreibens und des an den Markt bringen. Das war auch da das Leitmotiv, ja. Sehr schön, ja, wunderbar. Ja, Hermann, jetzt haben wir gerade schon über Inflation gesprochen. Wir haben auch mal die gestiegenen Energiekosten für Unternehmen und auch die Lieferengpässe schon mal so ein bisschen gestriffen. Es ist unternehmerisch aus meiner Sicht aktuell eine hoch herausfordernde Zeit, vor allem wegen einem noch weiteren Thema, über das ich auch gerne noch mal mit dir kurz sprechen möchte. Das ist nämlich der Fachkräftemangel. Also ich habe erst kürzlich wieder eine Statistik gelesen, dass uns 2030 5 Millionen Fachkräfte in diesem Land fehlen werden. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer und ebenfalls eine große Herausforderung, gerade für Unternehmen. Wie siehst du das? Wie gehen Unternehmen damit um? Was denkst du, kann man als Mittelständler tun, um sich auch in Bezug auf diese Problematik gut aufzustellen? Vielleicht schauen wir uns nochmal die Zahlen an, die in der Tat dramatisch sind. In den Babyboomer-Jahren, also 50er Jahre, 60er Jahre, hatten wir im Maximum 1,4 Millionen Geburten. In den letzten 30 Jahren haben wir 700.000 Geburten, also die Hälfte. Jetzt rechne das mal über 30 Jahre hoch, 700.000, die fehlen, mal 30 Jahre sind 21 Millionen weniger Deutsche. Natürlich ist diese Lücke teilweise durch Zuwanderung geschlossen worden, aber es gehen jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Rente und nur die Hälfte kommt nach. Das heißt, dieser Nachwuchsmangel, der wird uns begleiten und die Zahl 5 Millionen fehlen im Jahre 2030 ist vielleicht realistisch. Was kann ein Mittelständler tun? Natürlich ist er diesem Wettbewerb ausgesetzt. Das ist ja nicht nur ein Wettbewerb innerhalb der Branche, sondern alle Branchen sind ja in der gleichen Situation. Ob das ein Sanitärbetrieb ist oder ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Hotel, alle wollen und brauchen Mitarbeiter. Ich glaube, gerade für Mittelständler ist es wichtig, lokal, regional ein attraktives Arbeitgeber-Image aufzubauen. Durch möglichst frühzeitige Kontakte zu Schulen, zu Berufsschulen, zu Gymnasien. Nicht erst warten, bis die Leute fertig sind, sondern vorher die Leute in den Betrieb bringen, sie vertraut machen, auch Projekte vergeben, vielleicht sponsern. Also möglichst früh damit anfangen, ein positives Arbeitgeber-Image aufzubauen. Gut, das betrifft das Image, aber die Realität muss natürlich auch stimmen. Wie geht man jetzt mit Homeoffice und diesen Dingen um? Also Corona hat da vielleicht auch dauerhaft etwas verändert, dass die Leute mehr Flexibilität haben wollen, was Arbeitszeit angeht.
Und dann führt wahrscheinlich auch kein Weg daran vorbei, gezielter Nachwuchs aus dem Ausland anzuwerben. Das haben wir auch mit den Gastarbeitern in den 50er, 60er Jahren in sehr großem Stil gemacht. Ohne eine verstärkte und gesteuerte Zuwanderung kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Und hier geht es natürlich vor allem darum, auch qualifizierte Fachkräfte, hast du gesagt, qualifizierte und bildungsbereite Zuwanderer zu gewinnen. Ich nehme aber auch an, dass da Initiativen entstehen werden. Ich meine, jetzt alleine durch den Ukraine-Krieg bleiben wahrscheinlich auch viele, meine Frau betreute Gruppe von Ukrainerinnen, die wohnen in einem Haus, sechs, die haben auch sieben Kinder oder so, die gehen in die deutsche Schule. Ob die alle zurückgehen oder teilweise hier bleiben, wird man sehen. Aber wir müssen gezielte, selektive, fachkraftorientierte Zuwanderung verstärken. Mhm. Ja, das sind in der Tat sehr wertvolle und wichtige Maßnahmen. Und ich denke, das sollte man unbedingt als Unternehmen berücksichtigen und sich besser gestern um diese Themen kümmern als noch heute. Hermann, eine letzte Frage noch an dich. Und das finde ich grundsätzlich sehr, sehr interessant, weil wir schon den Unternehmen wirklich schon seit Jahren raten, was du umsetzen musst, ist agiler werden, veränderungsfähiger werden. Du musst es einfach schaffen, dich in sehr, sehr kurzer Zeit auf neue, ganz neue Zustände anzupassen. Und was ich da sehr, sehr spannend finde, ist, es spielt ja auch in deinem Buch eine große Rolle. Das Thema Agilität ist ja letzten Endes schon im Titel drin. Wenn man es jetzt aber mal auf die Problematiken legt, die heute da sind, Fachkräftemangel. Ich muss es schaffen, in sehr kurzer Zeit gegebenenfalls meine Arbeitgeberattraktivitätsstrukturen neu zu denken. Thema Lieferengpass. Ich muss es schaffen, in sehr, sehr kurzer Zeit meine Produkte vielleicht anders zu bauen oder einfach Teile, die ich nicht bekomme, durch andere zu ersetzen. Oder eben auch die Inflation, die ja auch, kann man auch deinem Buch entnehmen, im Endeffekt sehr unberechenbar zuschlagen kann, wo ich auch in der Lage sein muss, sehr, sehr kurzfristig zu reagieren. Ich glaube persönlich, dass es eben eins der wirklich überlebensentscheidenden Kriterien in der Zukunft für Unternehmen ist, veränderungsfähig zu werden. Würdest du das so unterschreiben oder siehst du noch weitere Maßnahmen, die ganz grundsätzlich für die Unternehmen, gerade im Mittelstand, zukünftig extrem wichtig fürs Überleben werden? Man kann da eine Analogie zur Evolution ziehen. Wenn sich die Umwelt, das Klima sehr schnell verändern, dann überleben nur Spezies, die sich schnell anpassen können. Dann die Dinosaurier, die langsam in Anpassung sind, die gehen dann unter. Ich würde allerdings auch unterscheiden zwischen Maßnahmen, die sehr kurzfristig ergriffen und umgesetzt werden müssen. Beispiel Inflation. Wenn die Kosten steigen, dann kann ich nicht 3 Monate warten, bis ich meine Preise erhöhe. Ich muss, wie es ein Aufsichtsratsvorsitzender kürzlich zu mir sagt, wir müssen versuchen, vor die Kostenwelle zu kommen und nicht ihr hinterher. Das ist also kurzfristige Agilität. Bei dem Arbeitgeber-Image, das würde ich eher als eine mittel- und langfristige, weil das kann man sowieso nicht von heute auf morgen ändern. Aber dort eben am Ball bleiben. Und nicht sagen, wir machen jetzt mal eine Aktion, dann haben wir wieder 2 Jahre Ruhe. Also jetzt nicht bei allem in eine Hektik verfallen, sondern mal sich ruhig hinsetzen, überlegen, wo müssen wir ganz schnell werden? Und das hat 2 Komponenten. Einmal die Information. Wenn ich eine Kostenrechnung habe, die dann erst vierteljährlich reportet und dann kriege ich für meine Kalkulation die Kosten mit ein paar Monaten Verzögerung, dann muss ich das Informationssystem ändern, damit das zeitgleich reingeht. Und die zweite Komponente ist meine Umsetzungsfähigkeit. Sagen wir, gegenüber Kunden im Business-to-Business-Geschäft, Preise zu erhöhen, muss ich ja verhandeln mit denen. Da wird es ein paar Termine geben, da brauche ich auch wieder ein paar Wochen. Das muss dann auch schneller gehen als in einer Zeit von Preisstabilität, wo ich einmal im Jahr das Thema Preis angesprochen habe. Wir sehen jetzt, dass Unternehmen 8-mal im Jahr ihre Preise anpassen. Gerade diese kurzfristig drängenden Dinge, die müssen also sehr viel schneller werden, von der Information und von der Umsetzungsfähigkeit her. Mhm.
Ja, lieber Hermann, ich danke dir ganz herzlich für die wie immer extrem hilfreichen und inspirierenden Einblicke. Und dein großartiges Buch, Die Inflation schlagen, agil, konkret, effektiv, werden wir natürlich in die Shownotes packen. Ich finde es vor allem deshalb stark, weil es auf der einen Seite sehr, sehr wertvolle Impulse für Unternehmen beinhaltet, auf der anderen Seite aber auch das Thema Inflation, was ja an sich, wie ich schon sagte, sehr komplex ist, auf eine sehr gut verständliche Art und Weise erklärt. Und man kann in jedem Fall sehr, sehr viel aus dem Buch mitnehmen. Deswegen verlinken wir es natürlich in den Shownotes. Und lieber Hermann, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Bitteschön, mir hat es auch Spaß gemacht. Tschüss.